Angenommen, du verdienst 50.000 Euro im Jahr und dein Chef spendiert dir eine Gehaltserhöhung von 8%. Berechne dein neues Gehalt. Ja, wenn du jetzt dein neues Gehalt ausrechnen willst, dann nimmst du dein altes Gehalt und schreibst schon mal 1. So, das ändert jetzt logischerweise erstmal nichts. Du hast ja aber eine Gehaltserhöhung von 8% bekommen. Und 8% ist ja erstmal nichts anderes als 8 Hundertstel oder 0,08. Das heißt, du rechnest nicht einfach mal 1, sondern du musst 1 plus 0,08 rechnen. Und 1 plus 0,08 ergibt 1,08. Fertig. Du kannst also dein neues Gehalt ausrechnen, indem du dein altes Gehalt einfach mal 1,08 rechnest. Alternativ wäre natürlich klassischerweise auch der Dreisatz gegangen. So, jetzt hatten wir 50.000 Euro verdient bisher. Das heißt, mein neues Gehalt ergibt sich, indem ich 50.000 Euro mal 1,08 rechne. Und das da ergibt dann 54.000 Euro. Und das war Gehaltserhöhung mit Nick. Solche und andere spannende Mathefragen findest du natürlich auch in meinem Buch, Was kostet es, ein Handy aufzuladen?